So, Tintenfischsäcke brauchen wir auch. Dann werden wir hier mal ein paar mitnehmen. Die brauchen wir dann für den Mistkraft-Mod. Da haben wir noch etwas anderes bekommen. Ach komm schon. Könnt ihr nicht ein bisschen weiter nach oben, bitte? Ach, das reicht. Den anderen nehme ich jetzt nicht, sonst ertrinken wir wirklich. Hier haben wir Mangroven. Werden ja ein bisschen weiter weg die Mangroven abbauen. Bei Zeiten werde ich noch den Tree Capture Mod reintun, damit wir schneller Holz abbauen können. So, wir brauchen Sand. Auch sehr wichtig. Dann ja noch mehr Mangroven. Also, mir persönlich gefällt ja das Holz irgendwie nicht. Das ist zu hell, aber es hat schon Stil. Ich denke, das reicht mal. Ich schaue dann wegen einem besseren Erz. Oh, Appetit. Das könnten wir dann für Humus verwenden. Humus ist eine Art Beschleuniger der Weizen, so aus eine Erde. Kennt ihr sicher aus der Gärtnerei Sachen. Salz. Wir können wirklich mal ein schwarzes Haus bauen, ist doch mal interessant. Oder wir werden den Untergrund aus Basalt machen. Der Untergrund aus Tiro-Projekt. Werden sich ein paar Sachen gemeinsam machen. Also, ja, wie soll ich sagen, ich werde ein paar Sachen kopieren, aber nicht nachmachen. Weil diese Sachen sind jetzt nicht 100% hier. Es gab es ja auch schon vor Untergründe. Aber es ist etwas, das einfach so für mich wichtig ist, weil ich auch böse Sachen machen will und auch gute Sachen machen will. Also sehr werde ich es natürlich nicht kopieren, aber es wird sowieso schon tausendmal kopiert. So. Wir werden dann mal nach Holz suchen, nach gutem. Ich denke, momentan ist aber das Haus eigentlich gut normal halt. Mit dem Holz haben wir. Vielleicht müssen wir dann das Haus größer bauen, aber ich sage mal, dieser Raum hier ist doch gut genug für dieses Holz. So, 4, ja. Dann 5. Ist leider ein bisschen schmal, ich weiß, aber ja, was soll ich dazu sagen? Wir bräuchten dann viel mehr Holz.
will einfach dieses Haus, also diese Region nicht mit Steinsachen, Steinbauern kaputt machen. Ich werde hier einfach ein ländliches Ambiente machen, das ein bisschen pilzig aussieht. Ah, hier oben haben wir auch noch eine Wabe. Okay. Ist gut, dass die Waben auch in Biomen wachsen, die nicht bekannt sind für den Mod. Den Boden möchte ich gerne mit einem anderen Holz machen. So. Jetzt bräuchte ich noch irgendwas anderes. Etwas anderes. Kann das sein, dass das Texture-Pack einfach... Das ist auf an, aus. Ja, ich will jetzt nicht ändern. Komisch. Wenn einer weiß, wieso solche Sachen wie die Baum... Jetzt ist sie plötzlich richtig. Hat die Textur einfach nicht richtig geladen? Kann auch sein. Okay. Ja, wir werden noch mehr Setzlinge suchen. Setzlinge dabei. Also die roten habe ich am liebsten. Das sind Chili und Erdbeer. Dann habe ich noch gern Sweet Corn. Und sogar Kartoffeln. Nice. Und Karotten. Das ist mal cool. Sagt gerne mit. Hier ist ein gelber Kristall mit Hast. Das ist ja mal episch. Wenn ich das irgendwo anbauen, Ding, wo man sehr viel abbauen muss, dann hat man ja richtig geile Futures, also Boni. Moos. Brauchen wir nicht. Hier ist noch ein großer Redwood Forest. Da ist noch ein anderes Gummizeugs. Ja. Richtig geil, also das motiviert mich schon extrem. Also, ja. Ich muss wahrscheinlich bald aufhören, weil der Krach kommt nach Hause. Mein Vater, der macht immer Lärm leider. Und der ignoriert es auch. Ich sage, bitte ruhig sein. Glowshroom. Ich werde mal eins nehmen. Und Lime Dye. Okay. Brauchen wir nicht, aber der macht sich sehr schön hier, dann lasse ich ihn frei wachsen. Ich werde auf das nächste Mal Optifine richtig installieren und ja, schauen, ob die Sachen Texture-Pack auf die Reihe bringe und solche Sachen. Wir erkunden noch kurz diesen Wald fertig und setzen ein paar Sachen an. Und ja, dann heißt es leider wieder fertig mit der ersten Session. Oh.
richtig schönen Erze suchen. Timewood. Ich denke, wir nehmen den Timewood mit. Bitte, Setzlinge. Leider gibt es hier keine. Ja, das ist halt einfach Magic-Sachen. Die geben keine Baumaterialien. Leider sehr selten, dass einer droppt. Ist das Fleisch oder was ist das? Ja. Hier haben wir irgendwas noch. White Sapling. Okay. Irgendwie nervt dieser Mod. Es ist ja richtig geil, aber mich dann die Sachen kaputt machen und so, nein. Cool. Neues Dye. Neue Farbe. Ich brauche mehr Setzlinge, bitte. Nein, brenn nicht, Wald, nein. Es ist auf Peaceful eingestellt und es brennt trotzdem. Oder es brennt es immer bei Peaceful. Vor allem, es brennt nicht weit weg. Es erlischt alles wieder. Das ist gut. Aber auf Hard werde ich niemals stellen. Vor allem ist es gar nicht viel schwerer als leicht. Kann es sein, dass hier diese Blätter nicht abfallen wegen dem Baum nebendran? Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Okay, wir haben 3 Setzlinge. Okay, eigentlich wollte ich das nicht haben. Das blöde Gestein da. Okay, es macht wirklich keinen Schaden. Oder? Ja, ich denke, es macht keinen Schaden. Dann finde ich das richtig gut. Okay, es gibt jetzt plötzlich auch Emerald Ore. Okay, das ist vielleicht ein extra Mod. Ja, das ist ein extra Mod. Was brauchen wir denn nicht? Normale Seeds. Und Barley Seeds auch nicht. So. Jetzt gehen wir wieder hier raus. Suchen kurz nach anderen Erzen, die gleich sind. Gut aus. Wir haben sogar ein Nether Saphir. Okay. Yellowit. Kupfer. Zinnober Saphir. Ja. Okay, wir gehen nach Hause. Ein bisschen Erde aufgewühlt, denke ich mal, aber. Ja, die sind auch nur dazugekommen. Solange als bei uns keine solche spawnt, ist es auch ein bisschen Ding. Ab
Hauptsache, wir finden gute Erze. Puh. Ich habe mich gerade an der Nase gekratzt und plötzlich war eine Schlucht vor mir. In diese Richtung. Also wirklich super Wald. Richtig gut geeignet für einen Garten. Dann ist es nicht so langweilig. Und andere Biome sind auch recht schön, also richtig gute Motten. Biomes Oplenty Mod. So, Strawberry. Chili, Grape, Canola, Potato, Potato, Carrot und ja, fertig. Den weißen Setzling bitte anpflanzen und die anderen muss ich nicht anpflanzen, die gibt es genug. So, Erze. Das da ist kein Erz. So, Setzlinge, Beef, Leder, Time Wood und Gesteine. So. Leder, Backpack. So. Zeige ich euch das Backpack kurz. Einen Moment. So, jetzt nehme ich aber sauberes was. Da könnt ihr einfach rechtsklicken unten in der Skillbar. Und dann habt ihr ein extra Inventory. Das ist genau groß, gleich groß wie das normale Inventory. Also richtig prima Mod. Okay. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und gebe bitte eine Bewertung ab. Entweder einen Daumen hoch oben oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht so gefallen hat. Aber gebt dann auch bitte ein Feedback, wieso es nicht so. Sonst heißt es für mich einfach, es sind Hater und ich kann mich nicht verbessern. Und ja, Feedback ist natürlich wichtig für einen Let's Player. So, ja. Spaß noch mit den anderen Parts und ja, bis denn, tschüss, bye bye.